Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Witcher. Ja, letztes Mal haben wir eine Mittagserscheinung getötet. Es ist Abend. Ich glaube, wir haben diese Mittagserscheinung eher an einem Abend oder Nachmittag besiegt. Aber naja, ist auch egal. Wir sind jetzt hier, um unsere Belohnung einzusammeln, die wir letzten Part nicht einsammeln wollten, weil wir sind ja so rich. Haben wir das nicht nötig, das direkt zu holen? Hallo? Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Das glaube ich. Wusste ja. Sei doch nicht im Bild. Wir sind so rich. Wir brauchen dein Geld nicht. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Danke, was haben wir bekommen? Oh, ein Amistit. Danke. Aua! Du bist aber nicht weggekommen. Ich nehme einfach hier noch was mit. Das ist auch Bezahlung. Bezahlung einfach so. Okay. Was zur Hölle? Dumm-di-dumm. So. Was für Stiefel haben wir da bekommen? Schlechtere Stiefel. Die werden direkt verkauft. So. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Da ist er ja. Genau zu dir wollte ich. Grüß dich. Ja, halt die Klappe. Lass mich an. So, hier, bitteschön, gib mir was von deinem Herz. Er hat halt einfach nicht mehr viel Geld. Wir machen ihn arm. Gut, das war's eigentlich. Tschüss. Pass auf dich. So, und dann gehen wir noch kurz. Hallo, kleines süßes Kind. Fahr mich doch nicht an, Manu. Hier fahren eigentlich alle Katzen an. Was ist das gerade für ein Geräusch? Was zur Hölle? So, Lager. Da tun wir mal die Handschuhe hier rein. Weil, ja. Ne? Wegen, keine Ahnung. Die Trophäe tun wir hier auch mal rein. Das ganze Essenszeug behalten wir. Ganz viele Aufträge. So hier. Was ist das? Wo ist lieber? Lecker schmecker.
Warum ist hier überall alles leer? Habe ich das alles verbraucht? Oder? Und wo ist jetzt hier noch ein Sternchen? hier. Hier sind zwei. Hier gibt es noch mehr. Aber wo? Ich gehe einfach jede Reihe jetzt durch. Irgendwann werde ich es erwischen, auch wenn ich es nicht sehe. Oder auch nicht. Mach mal rup. Rup, 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 rup. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Also das, ich weiß nicht, wo dieses blöde Sternchen ist. Ah, okay, ich habe es anscheinend erwischt. Oh, war das jetzt? Keine Ahnung wo. Aber egal, wir akzeptieren einfach, dass es so ist. Warum haben wir eigentlich so viele leere Flaschen? Ich weiß es nicht, warum haben wir so viele Tabs? Das könnten wir nicht auch alles verkaufen. Hier, Servierplatten. Oder irgendwie kann man das doch auch verlegen. Ich weiß nicht, wie. Handwerk. Nö. Ey, ich hab doch alles extra. Nein. Okay. Oder muss ich draufdrücken? Naja. Oder das ging irgendwie nur bei einem Händler. Das kann auch sein. Naja, egal. Oh, warte. Nee. Wir essen in unserer Not immer grün. Was dem Sie haben so ja, kennen wir schon. Ey, yo, Händler, was geht ab? Ich komme noch mal ganz kurz zu dir. Grüß dich. Ja. Lass mich einen Blick auf dein... Wir rennen, dann kann er... wir sind ja reich, sehe ich gerade. und zwar... Verkaufe ich mal... 5 von denen und 3 von denen und auch 3 von denen. So. Und 1 von denen und okay. Der Händler ist arm. Gut, wir haben dich arm gemacht. Auf Wiedersehen. Pass auf dich auf. Wir sind sozial. So, wir sind reich, der Händler ist arm. Das ist doch schön. So, jetzt. Quest wollte ich eigentlich. So, wo machen wir weiter? Wir könnten nach Velen gehen. Hier hat es auf jeden Fall ein paar Aufträge, die wir mal alle erledigen sollten. Ja, nein. Aufträge. Hier hat es noch gedünstige Schatzsuchen. Blossen, ja, okay. Gut, aber ich glaube, hier in Weißgarten hat es jetzt erstmal nichts mehr, außer viele, viele Fragezeichen. Könnten wir natürlich alle abgehen. Und dann ist gerade eigentlich abgeschlossen, oder? Können wir doch eigentlich machen. Dass sich meine Pläne eh schon lange geändert haben und ich nicht mehr in Velen bin und eigentlich das mache, was ich machen wollte. Und what the fuck, Geralt.
Ich setze mir mal einen Wegpunkt. Dahin. Okay, warte. Ich kann mich noch an diese Stelle hier erinnern. Hier ist ein Wolf. Plötzlich rennt auf den Wolf zu. So. Das war's mit dem Wolf. Hundeteil. Ist ja nicht so, als hätten wir schon genug davon, ne? Okay, die Wölfe sind gar keine Gegner mehr für uns. Aua, aua. Hey, warum greift Geralt nicht an? Geralt hat irgendwie gerade nicht mal angegriffen. Bastard. So. Hey, beleidige den armen Wolf nicht. Wölfe sind eigentlich lieb. Hier ist noch irgendwas. Hasenfell. So, aber die sind einfach keine Gegner. Einmal ein mächtiger Angriff und das war's. Oh, ja. Tut mir leid, kleine Wölfis. So, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich Plätze gelassen habe. So, auf zur Wegmarkierung. Los, los. Da müssen wir gleich gegen noch mehr irgendwas kämpfen. Nicht nachlassen. Scheiße. Aua. Da brauche ich Quinn nicht mal. Irgendjemand hat mich abgeschossen, glaube ich, mit einem Bolzen oder so. Keine Ahnung. So, danke für euer Zeug. Ich plündere euch dann mal, ja? Ihr könnt ja eh nicht mehr irgendwas dagegen tun. Ja. Ich glaube, es ist nicht gut, klug, wenn man Dinge rein in die Säcke reintut, die das stützen. Weil dann kommt man ja eigentlich nicht mehr an die Dinge ran, oder? Neue Stiefel, die gucken wir uns gleich an. So, was das? Ich denke. So, neue Stiefelchen. Die sind schlechter. Gut, die werden dann verkauft. Das hier kann ich auch alles verkaufen. Ich platziere die Dinger mal hier hin. Ne, warte, machen wir jetzt andersrum. So. Die verkaufe ich dann alle. Die kann ich verkaufen. Die sind ja schlechter. Essen bekommen. Ja. Gut, das war das erste Fragezeichen. Ich denke, das haben wir alles sehr schnell erledigt, weil, naja. Lauf, Plätze! Wir schon lange eigentlich gar nicht mehr im Weißgarten sind. Aber egal, das ist erledigt gewesen. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Aha. Ich habe einen Fertigkeitspunkt erhalten. Quen-Zeichen-Intensität erhöht. Für immer jetzt oder nur für eine bestimmte Zeit? Ich glaube, nur für eine bestimmte Zeit. Also, ich habe einen Fertigkeitspunkt erhalten. Ich kann den da jetzt theoretisch einsetzen. Die Frage ist nur, wann. Reparieren, beim Pfeile abgelenkt. Beim Ziehen mit der Armbrust wird die Zeit zusätzlich um 15% verlangsamt. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalin 25% verringert. Das
Fähigkeit zu den Jahren ist immer aktiv. Okay, gut. Was habe ich hier? Erhöht den Schaden bei Schnellangriffen um 10%. Erhöht den Schaden bei starken Angriffen um 15%. Ich bin am Überlegen. Die Überdosis Schwellenwert. Bla bla bla. Verlangt Bomben. Setze ich eh nie angefügt. Vergiftung. Bonus von einem Ort der Macht ist dauerhaft. Es kann jedoch immer nur ein solcher Bonus aktiv sein. Hm. Hätten wir das vorher gewusst, das wäre eigentlich ganz gut jetzt gewesen, weil wenn die Quent-Intensivität in ihr wisst, was ich meine, erhöht wäre, jetzt dauerhaft, das wäre auf jeden Fall gut. Gut. Aber ich würde sagen, wir behalten jetzt erstmal noch unsere Punkte und geben die, oder geben den Punkt jetzt erstmal noch nicht auf, aus. Und behalten wir auf jeden Fall. Sparen. Weil irgendwas konnte man ja freischalten mit 10 Punkten. Ich weiß nicht mehr was, aber ich glaube das nächste gewöhnt. Ja. Deshalb möchte ich es mal noch nicht ausgeben. So. Nächste Fragezeichen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. So. Der ist ja gar kein Problem. Haben wir ja letztens. Okay, aber wieder. Wieder so ein Schrein, den aktiviere ich aber jetzt nicht. Das ist Irden. Und nun ja, das brauchen wir nicht. Okay. Das heißt, den lassen wir hier jetzt erstmal. Und als nächstes gehen wir zu diesem Fragezeichen. Ja. So, komplette Packen. Verdammt, bist du heiß. Ja, das stimmt dir zu, Gerald. Die Füße sind wirklich hässlich. So. Und tot. Hässlich und tot. Vielen Dank. Oh ne. Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hier liegen zwei tote Hasen. Okay. Naja. Gut. Ah, wir sind überladen. Überfordert hätte ich was gesagt. Wir sind überladen. Mal wieder. Vielleicht kommen wir ja dann irgendwann noch bei einem Händler dann vorbei. Aber ich könnte danach kurz hier hin reiten. Und dann machen wir vielleicht unseren Bogen dann so rum statt so rum. Ja, oder? Kann ich kurz das Zeug verkaufen? Ja. Ein bisschen unterschätzt den Schaden, den wir treffen. Ich werde mich gleich heilen.
Hinfort mit dir. Du Bestie. Gucken wir uns gleich alles an. Hier ist auf jeden Fall noch was. Ja. So, war's das? Scheint so. Ja. So, was haben wir denn hier? Ja. Oh, okay, ja. Okay, ja. Alles schlechter, alles schlechter, 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 schlechter. So. Wo ist Plätze? Da ist Plätze. Falsch. War ja mein Silberschwert ausgerüstet. So, dem können wir jetzt erstmal folgen. Ich hoffe, dass da ein Händler ist. Ach, wir sind hier. Da sind wir wieder. Hallo. Warte, ich meditiere mal erst. Grüß dich. Hast du inzwischen wieder Geld, oder? Lass mich einen Blick. Nein. Gut, wir brauchen einen neuen Händler. Pass auf dich auf. Wir brauchen einen neuen Händler. So. Gut. Ach, ich weiß. Wir benutzen jetzt die Schnellreise. Langsam. Alles wird gut. Na, okay, wir stellen Plätze woanders hin. Wir benutzen die Schnellreise. So, nochmal eine kleine Planänderung. Wir gehen hier hin. Ich hab dich in Vysima gesehen. Glückwunsch. So, dum-di-dum-di-dum. Laufi, laufi, laufi. Es geht nicht schneller, wir sind überladen. So. Herr Igluir. Ich verstehe kein Wort. So. Warte, ist unsere Intensivität jetzt weg? Okay, ey, ja, Herr, Sir, Evan, Luit. Nein, so, oder? Ist er. Ich dachte, das hebt länger. Naja, egal. Dann halt nicht. Hi! Willst du spionieren? Halt die Klappe. Zeig mir deine. So, also du bekommst das hier und du bekommst das hier und du bekommst das hier. Du bekommst das hier und das hier und das hier. Jetzt. Ich wollte irgendwie gerade nicht verkauft werden. So, zerlegen. Hier können wir zerlegen. Das kostet aber was. Ist ja blöd. Aber da hätten wir, glaube ich, Was ist denn das ganz schön? Kann ich aber bei dir nicht verkaufen, oder? Nee. Schade. So, gut. Hast du vielleicht eine Waffe, die. Ja, oder? Hatte. Würde die mal aufkaufen. Da wir ja eh schon mal hier sind.
Kannst du ja mal kurz alles reparieren. Das nicht. So. Besserung entfernen. Verbesserung wird dadurch zerstört. Einfach sinnlos. Die dadurch zerstört wird. Ich möchte, dass du etwas für... Was tue ich denn? Das konnte ich doch... Ich wollte gerade irgendwie gucken, aber... Bis dann. Ist doof, weil man kann ja hin und her switchen. Naja, ist einfach so. Los, renn, Geralt, renn. Stoß die Tür auf. Schlag sie dem Mann ins Gesicht. Und renn um dein Leben. Oder tu dies. Okay, hier mitten im Wasser ist jetzt was. Aber hier ist kein Boot, so wie ich das sehe. Das ist, Los! Nicht, ganz so dolle, glaube ich, denke ich, hoffe ich, vermute ich. Eigentlich dürfte mir das jetzt nichts ausmachen. Warum holt er... Ich muss so ziehen. Und treffen. Ist tatsächlich egal, alles killt ihr unter Wasser mit nur einem Gedöns, aber hier ist nichts zum Einsammeln. Dementsprechend keine Panik, sobald wenn ihr zielen könnt und die trefft, dann sollten die kein Problem darstellen. Wartet mal kurz auf. So. Und jetzt abtauchen. Da unten ist was. Okay, das war's. Eine Assassinenhose und noch irgendwas haben wir bekommen. Die gucken wir uns gleich an, sobald wir da am Land sind. So. Also man kann eigentlich ganz entspannt... schon da wollte ich schon wieder. Baba. Die Ertrunkenen schwimmen jetzt so im Wasser, als wären sie ertrunken. Das ist witzig. In meinen Gedanken zumindest. Wir sind lang am Mars. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist auf giftresistent, aber... Aber giftresistent, denke ich, brauchen wir jetzt nicht zwingend. Wir rüsten die jetzt einfach aus. So. Oh, wunderschön. Diese blaue Hose und diese lila Handschuhe und dieses braune Oberteil. Oh, das passt alles farblich so perfekt zusammen. Ja. Gut. Wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Zu. Diesem Fragezeichen hier, würde ich sagen. Und dann machen wir das und das. Und dann gehen wir hier hoch, machen die zwei. Ja.
Das ist doch ein Plan, oder? Aber bevor ich das mache, kehre ich ganz kurz nochmal zurück. Und renn hier hoch. Werde dann meine eben überflüssig gewordene Hose verkaufen. Werde das machen, was ich bis eben vergessen hatte zu machen, aber was ich eigentlich noch machen wollte. Deshalb bin ich hierher. Zack. So, hier, bitteschön. Wir sind ja eh ein bisschen reich. Wir reparieren die. Ist irgendwie immer so. Immer wenn ich alles repariere, dann finde ich irgendwas und denke mir so, warum habe ich es repariert? Aber ist ja egal. Bis dann. So, machen. Gut, nehmen die auch mit. Und machen das hier und machen das hier. Wir haben hier viel zu tun. Sehr viel. Sind glücklich zufrieden, dürfen hier nicht stehen, weil sonst werden wir angegriffen. Und ja. Das war's mit diesem Part. Hoffentlich können wir den nächsten Part hier Weißgarten abschließen und können wieder weitermachen. Ja. Aber ja, Igloia. Klappe. Das war's jetzt erstmal hier von diesem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye, bye.